Man stand auf dem Bahnhof mit einem Pappschild um den Hals. Die Eltern waren Latrinen und wir kamen in einen Zug und dann ging es ab nach Thüringen. Und in Thüringen war ich dann untergebracht bei einer Bauersfamilie in einem kleinen Dorf. Und die Leute liebe ich bis heute. Haben Sie noch Kontakt? Nein, der ist schon vor langen Jahren, also mit dem Mauerbau eigentlich abgebrochen. Also 59 habe ich sie mal, oder 60, 1960 habe ich die mal besucht, weil ich das einfach nochmal wieder erleben wollte, wie das da so war. Aber danach ist es leider abgebrochen. Und wie viele Kinder waren da ungefähr? Können Sie sich daran erinnern? Also wir waren da ein ganzer Trupp. Ich stand da in diesem Dorf dann vor dem Rathaus und die Bauersfamilien kamen und haben sich jeweils ein Kind ausgesucht, um es da in Pflege zu nehmen. Aber bei mir ist das nicht gelungen. Ich hatte so viel Heimweh und Sehnsucht, ich habe von morgens bis abends nur geweint. Und irgendwie haben die das dann geschafft, meine Mutter dahin zu holen, damit sie mich abholen kann, und mit irgendwelchen Ärzten wurde denn da irgendeine Vereinbarung getroffen, dass ich da wieder weg darf. Denn es wäre ja streng verboten gewesen, wenn meine Mutter einfach mich da abgeholt hätte. Ja. So einfach war das nicht. Also wie lange waren Sie dann da? Ach, nach So meiner circa? Erinnerung war es einige Wochen, also es kann nicht sehr lange gewesen sein, 4, 5, 6 Wochen, ja. Mehr habe ich gar nicht ertragen.